Hinzuverdienstgrenze 2022. Was muss ich beachten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Jahr 2022 wird es soweit sein, die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro ist durch den Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates bis zum 31.12.2022 verlängert worden, Corona-bedingt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aufgrund der günstigen Situation vorhaben, ab 2022 eine vorgezogene Altersrente zu beantragen oder beziehen zu wollen, um weiterarbeiten zu wollen, sollten 5 wichtige Dinge dabei beachten. Erstens. Prüfen Sie bitte vor dem Rentenantrag oder Rentenbeginn, ob das bestehende Arbeitsverhältnis durch Bezug einer Altersrente beendet sein könnte. Vor allem tarifrechtliche Regelungen können Grund für eine automatische Beendigung des Arbeitsverhältnisses sein. Wer das nicht beachtet, dem droht möglicherweise eine böse Überraschung. Daher in solchen Fällen mit dem Arbeitgeber bitte reden und das Arbeitsverhältnis befristen oder eine andere Regelung hierfür treffen, dass Sie weiter entspannt im Jahr 2022 neben dem Bezug der Altersrente arbeiten können. Zweitens, Sie müssen bei Rentenbeginn 2022 Ihren Hinzuverdienst und Ihre Beschäftigung der deutschen Rentenversicherung oder Ihrer Rentenversicherung melden. Und das erfolgt in dem Formular R0230 oder R230, wie ich immer salopp so sage. Und Sie müssen in diesem Formular eine Prognose zum Hinzuverdienst für das Jahr 2022 abgeben. Entweder bleiben Sie mit Ihrer Angabe unter den 46.060 Euro, dann ist natürlich klar, wird gar nichts angerechnet, oder Sie werden mehr verdienen, dann sollten Sie aber bitte nicht zu kleinlich sein mit dem Mehrverdienst, sondern lieber ein paar Prozent mehr melden. Warum sage ich Ihnen das? Erstens Berufserfahrung. Wir haben also schon oft erlebt, dass die Rentenversicherung in der sogenannten Spitzabrechnung, also ein Jahr später, zum 1.7.2023, den realen Verdienst dann vor sich liegen hat und dann guckt, was hat der Versicherte mir in dem R230 gemeldet als Prognose und was hat er jetzt am 1.7.2023 real verdient für das Jahr 2022. Und wenn sich aus der Prognose und der realen Verdienstmeldung eine Differenz zu Ihren Ungunsten ergibt, müssen Sie Rente an die deutsche Rentenversicherung zurückerstatten. Das ist die Regel. Und damit Sie genau dieses verhindern, seien Sie einfach ein bisschen großzügig und melden in der Prognosemeldung für das Jahr 2022, wenn Sie in Rente gehen wollen und weiterarbeiten wollen, nicht alles so spitz auf Knopf, sondern 5-10% mehr. Und wie machen Sie das? Ganz einfach. Sie nehmen bitte Ihren Verdienst 2021 und schlagen da die 5-10% mehr drauf. Natürlich reden Sie vorher mal ganz kurz mit Ihrem Arbeitgeber, ob irgendwelche Gehaltserhöhungen im Jahr 2022 zu Buche stehen, Sonderprämien und so weiter. Drittens. Die Anrechnung des Hinzuverdienstes zählt immer erst ab Rentenbeginn. Auch die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro zählt ab Rentenbeginn. Das heißt, wenn jemand am 01.01.2022 eine vorgezogene Altersrente bekommt, dann zählt die Hinzuverdienstgrenze für das gesamte Jahr 2022 ab 01. Januar 2022. Wenn er seine Rente am 01.07.2022 bekommt, zählt die Hinzuverdienstgrenze auch in Höhe von 46.060 Euro ab dem 01.07.2022. Die wird also nicht aufgeteilt für die Zeit davor und für die Zeit danach. Genau das Gleiche zählt auch für den Hinzuverdienst. Wenn Sie also am 01.07.2022 in Rente gehen und Sie haben vom 01. Januar 2022 bis zum 30.06.2022 Geld verdient, dann zählt
dieser Zeitraum nicht in die Hinzuverdienstberechnung mit hinein, sondern erst das, was Sie ab dem 1.7.2022 verdienen. Wenn Sie also im gesamten Jahr 2022 einen Jahresverdienst von 40.000 Euro haben und Ihre Rente ab 1.7.2022 beginnen würde, dann zählt natürlich das, was Sie vor dem 1.7. verdient haben, nicht als anrechenbarer Hinzuverdienst, sondern nur das als Hinzuverdienst, was Sie praktisch ab dem 1.7.2022 bis zum 31.12.2022 real verdienen würden. Hier in unserem Beispiel also diese 20.000 Euro. Viertens. Ihr Hinzuverdienst ab Rentenbeginn bei einer vorgezogenen Altersrente erhöht Ihre späteren Rentenansprüche. Denn Sie erhalten ab Beginn Vollendung Ihrer individuellen Regelaltersgrenze sogenannte Zuschlagsentgeltpunkte aus dem Verdienst neben der Rente. Und diese Zuschlagsentgeltpunkte werden aus Vereinfachungsgründen grundsätzlich immer erst ab Beginn der Regelaltersgrenze bei Ihnen auf Ihr Rentenkonto gutgeschrieben. Das heißt also für Sie, Sie können grundsätzlich für diese zusätzlichen Entgeltpunkte keine Abschläge bekommen. Die kriegen Sie immer abschlagsfrei. Und fünftens, Sie werden in der Konstellation Rente und Hinzuverdienst über der Geringfügigkeitsgrenze natürlich hinaus, der Hinzuverdienst, SV-Beiträge zahlen und auch nach Lage der Dinge steuern. Daher empfiehlt es sich dringend, bei der Frage der Besteuerung nachrechnen zu lassen, ob es sich wirklich für Sie lohnt, hier voll weiterzuarbeiten oder in welcher Form es sich lohnt, neben der Rente dann weiteren Hinzuverdienst zu haben. Aus unserer Sicht, wenn Sie weiterarbeiten wollen, empfiehlt es sich wirklich, dass Sie sich einen Teil Ihres Einkommens, was Sie verdienen, zurücklegen für mögliche Steuernachforderungen des Finanzamts im Jahr 2023. Wer eine Altersrente bezieht und einen SV-pflichtigen Job macht, wird nicht in die Steuerklasse 6 fallen. Er oder sie behält in dieser Konstellation seine Steuerklasse aus dem ursprünglichen Arbeitsverhältnis. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann suchen Sie bitte Rat und Hilfe bei Ihrer Rentenversicherung oder aber Sie schauen einfach mal auf rentenbescheid24.de nach und bei Bedarf buchen Sie eine Rentenberatung zum Thema Rente und Hinzuverdienst. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.